Manche Leute, die verbreiten einfach Freude, auch wenn sie gar nichts zum Lachen haben. Freut euch, allem Leid zum Trotz. Mitten in der Passionszeit erklingt dieser eigentlich sehr skurrile Ruf. Am Sonntag Letare. Letare, das ist so ein kleines Osterfest schon mitten in der Passionszeit. Denn an diesem Tag, da gibt es Texte zu lesen, die schon auf die Hoffnung hindeuten, die wir dann am Ostersonntag so richtig erfahren können. Und dazu passt das Bild vom Weizenkorn. Es muss in die Erde fallen und sterben. Nur so kann es neues Leben hervorbringen. Brot muss verzehrt werden, um stärken zu können. Auch wenn wir nur das Schlimmste sehen und das Sterben so offensichtlich ist und die Not um uns herum, Gottes Zusage gilt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich habe Weizen eingepflanzt. Ich wünsche mir, dass daraus etwas wächst. Ich warte auf das Grün. Ich warte auf Ostern. Ich warte auf Gottes Eingreifen in die Welt und ich will nicht aufhören, darum zu bitten und auch an ihm zu rütteln. Darum bete ich gleich. Vorher meine Einladung. Nehmen Sie sich ein Schälchen, machen Sie Erde rein, ein paar Samen obendrauf, vielleicht Rasensamen oder Weizen, so wie hier, oder auch eine Blumenzwiebel. Und dann wollen wir es wachsen sehen. Denn das hat Gott uns zugesagt. Und vielleicht, je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, können wir viele grünende Gefäße am Ostersonntag um die Trinitatiskirche herum aufstellen. Ein Zeichen der Hoffnung in unserer Welt. Guter Gott, nun bringen wir vor dich, was uns beschäftigt. Ich bitte dich vor allem für alle Menschen, die unter den Folgen des Coronavirus leiden. Für die, die erkrankt sind und um ihr Leben ringen. Für die Ärztinnen und Krankenpflegerinnen, die an die Grenzen ihrer Kräfte gehen. Für die Kassierer, den Busfahrer und alle, die das Leben aufrechterhalten, auch ganz unsichtbar. Für die, die darunter leiden, dass sie ihre Freunde und Verwandten nicht treffen können. Für die, die Angst haben und in Panik sind. Für die, denen die Hoffnung verloren geht. Und Herr, nun lass mich auch spüren, wo ich gebraucht werde. Lass mich neue und fantasievolle Möglichkeiten entdecken, beieinander zu sein, ohne mich und andere zu gefährden. Hilf mir, mit meinen Kindern geduldig zu sein. Hilf mir, die Sorge um die Eltern auszuhalten. Lass mich nicht verzweifeln, wenn ich an das denke, was nun ruhen und liegen bleiben muss. Du willst daraus etwas erwachsen lassen. Darauf vertraue ich. Amen. Nun wünsche ich Ihnen den Frieden und den Segen unseres guten Gottes. Er hält dich und mich fest. Amen.